Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte, wenn ich ehrlich sein soll. Es kommen gewisse Erinnerungen wieder zurück. Dabei fasse ich so ganz verstohlen an diese Skorpion, an die Skorpionhalskette. Ich muss gestehen, dies ist vermutlich nicht der schlimmste Tunnel, in den ich jemals kriechen musste. Ich fürchte, der schlimmste Tag kommt erst noch. Hoffentlich. Wir sind in der ersten Ebene. Wie viele gibt es? Viel. Und während sie das sagt und weiter kriecht, gleitet, könnt ihr Käferkolonnen erkennen, die sie leitet, die euch leiten. Wenn ihr dann durch die Gänge kriecht, euch enger und enger windet, euch durchzwängt. Ihr müsst dann irgendwann auch Licht machen, eure magischen Fackeln entzünden, die von Voltak selbstverständlich auch, der mitgekommen ist, damit die völlige Dunkelheit nicht so sehr nach euch greift und euch festhält. Ihr könnt es hören, wie das Archenherz irgendwo um euch herum wummert und wummert und euch dieses Schlagen in die Haut dringt, ins Fleisch, in die Knochen. Ihr meint, dass der Schlag in euren Gedanken dringt. Jedes Mal ist Wumm. Ihr kriegt etwas weiter und dann wieder ein Wumm, dass ihr eure Hände in die Leere streckt, teilweise den Halt verliert oder nach vorne überstürzt, wenn der Gang etwas nach unten führt. Eure Zunge schwillt an, eure Ohren werden taub und trotzdem könnt ihr es wieder hören. Wumm, das tiefe Dröhnen des Herzens. Wumm, wie ein gewaltiges Organ, was groß ist wie ein Palast. Ihr spürt es mit jeder Faser eures Körpers, ein weiteres Wumm, was in eurer Seele erklingt. Bis sie dann stehen bleibt, der Gang hat sich etwas leichter geöffnet und ihr könnt ein fleischiges Gewebe erkennen, in dem ihr steht, keine richtigen Organe, die menschlich sind, die ihr irgendwie zuordnen könnt, selbst mit eurer Archenkunde. Und dann blickt sie euch noch einmal an, vor ihr ist eine rostige Tür ins Nirgendwo. Dies Übergang hackt seinen Preis. Sie streckt die Hände aus und ihr könnt sehen, wie 6 gewaltig große, fleischige Käfer unter der Haut hervorklettern und dann auf ihre Hand warten, während sie ausstreckt. Nun, was ist der Preis? Nennt ihn uns. Ich schaue mich fragend zu den anderen um. Habt ihr sie verstanden? Es ist keine mir bekannte Sprache, nein. Möchte sie, dass wir den Käfer essen? Ich denke, der Käfer soll etwas essen, das wir ihm geben. Sie streckt Zulamin die Hand hin, wo die 6 Käfer am Kreis herumkrabbeln. Das sieht so aus, als hättet ihr recht. Also, wenn du jetzt ein Käfer isst, dann löst es mir auf. Ich würde mal versuchen, einen der Käfer auf meine Hand zu nehmen. Ja, wenn du die Hand ausstreckst und sie dir rüberreicht, dann kannst du auch sehen, wie einer von ihnen in deine große Hand rüberklettert und der dort dann begierig wartet, dich aus seinen winzigen kleinen Kakerlaken-Augen anblickt. Ich würde einmal so große Kaubewegungen machen und sie fragend anschauen. Sie nickt. Ja, Zulamin, du hast recht. Und mit diesen Worten würde ich in den Käfer beißen. Es spritzt einmal irgendein Sekret, was ausläuft und der am Mundwinkel kleben bleibt. Das Knacken von dem Chitin schmeckt saftig. Zulamin verzieht angewidert das Gesicht. Salzig. Du kannst es gleich kratzen noch hören in deinem Mund und dann drückst du einmal deine Zähne noch zusammen, ein weiteres Klacken und schluckst runter. Ich bin dankbar, dass der Käfer diesen Prozess immerhin nicht überleben muss. Ist das wahrhaftig das Richtige? Ist. Ich würde den Käfer jetzt
den ich von ihr bekommen habe, über meinen Kopf halten und in zwei Teile zerbrechen und die Flüssigkeit sozusagen meinen geöffneten Mund rinnen lassen. Ja, auch bei dir das Sekret, was dann in deinen Mund fließt. Es ist ekelhaft warm und salzig und boah, du musst das diesen Kotzreiz, wenn du siehst, wie diese widerwärtige Flüssigkeit in deinen Mundwinkel läuft, oder dass sie es schon gesehen, wie sie sich dann gegenseitig auffressen, aber dass du jetzt einen Teil dieser Stadt aus der Tiefe essen musst, ist einfach nur. Und während du krampfhaft versuchst, den Rest eben auszulöffeln mit deiner Zunge in die aufgebrochene Kakerlake gehst, kannst du auch noch ein leichtes Kratzen von der Metalltür hören. Ich nehme mir so einen Käfer und steche ihn mit einem Messerchen an, sodass da irgendwie Flüssigkeit rausläuft, und versuche die in einer Flasche mit Essig aufzufangen und das dann zu trinken. Esst alles auf. Sulamin spießt einen der Käfer mit ihrem Dolch auf und knabbert ihn dann mit zurückgezogenen Lippen von der Dolchspitze. Sein Blick zu Serpentilio. Zweifel ist es jetzt zu spät. Oh, Zweifel sind ein. Lustenil, sagt er, während sich das Ding noch betrachtet. Es gibt einen Beschwörerkreis im Regengebirge. Dessen vorrangige Denkschule ist, dass, wenn man die natürlichen Überleistenschaften von Dämonen verzehrt, man einen besseren Kontakt zur siebten Sphäre herstellen kann. Rainer Humbug, versteht sich, ja? Hackt seinen Preis. Jetzt hackt ihm einen Preis. Was hat sie gesagt? Gebt nur alle mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ich erschwere sie euch um 7 Punkte. Zählt Wunden ignorieren. Nein, das ist keine Wunde. Ich habe nur 6. Ich glaube, ich möchte die Konsti schippen. Ja, Mann! Es ist kein Patzer, aber es ist auch nicht geschafft. Ja, die Verbindung zu diesem Käfer scheint wohl nicht ganz so zu fruchten, wie es gewünscht ist von der Käfermutter. Schauen wir mal, was passieren wird. Wie sieht es bei Diamantis aus? Ich muss gerade mal mein Glück auswürfeln. Ist aber nicht vorhanden, also habe ich die nicht geschafft. Schicksalspunkt hast du nicht mehr? Hab ich. Bin ich der Einzige, der es nicht geschafft hat? Nee, aber mir hat es auch nicht geschafft. Nö, dann schaffe ich es nicht. Okay. Dann merken wir uns einfach mal diejenigen, die es nicht geschafft haben. Abelmir, Serpentilio und Diamantis. Und also. Gut. Dann könnt ihr sehen, wie die Mutter der Käfer zufrieden nickt. Blickt noch einmal euch drei verstört und leicht verängstigt an, wenn ihr so etwas in ihren schwarzen Augen denn erkennen könnt. Und dann klopft sie einmal an die Metalltür an, wartet einen Augenblick und zieht sie dann auf. Ein weitiger Wind, der euch entgegenkommt, so etwas wie Dunkelheit, die wie Wasser reingespült wird, so etwas wie Nichtexistenz, und ihr beginnt zu bemerken, wie euch die Orientierung verloren geht in diesen beengten Korridoren aus Fleisch, Treppenfluchten und Tunneln, die unter euch liegen, rostig, nicht für Menschen geschaffen, als würden sie in große Hallen münden, bodenlose Abgründe. Und dann tritt die Mutter der Käfer durch die Metalltür. Euer Alchemist hat euch noch gewarnt. Ihr wisst zwar nicht genau, ob ihr schon in den Niederhöllen seid, aber er sagte irgendwas von, wenn es dort Türen gibt, dann solltet ihr sie nicht öffnen. Naja, hier denke ich, werde vorgehen. Zum Glück hat keiner von uns eine krankhafte Neugier oder so. Jo, ich gehe durch die Tür. Ja, wenn du hindurch gehst, kannst du sehen, wie es auf der anderen Seite ein unsteinernes Becken gibt, in dem Brackwasser gärt. Du kannst Chemikalien sehen, als würden sie aus Serpentilios Küche kommen, die dort blubbernd, grünlich vergiftete Luft, die dir entgegenschwebt, und Übelkeit, die dich erfüllt. Du siehst Räume voller Ketten, voller Getriebe, so etwas wie Zahnräder aus dem Horasreich, die sich hier rostig ineinander drehen und quietschen, bizarre Maschinen, Brücken und Treppen.
als wäre der Bauch der Arche größer als das eigentliche Schiff. Und wenn du von den Brücken runterstarrst, siehst du nur schwarze Abgründe, kein Wasser, sondern einfach nur nichts. Unbekannte Tiefen, die dich zu ertränken versuchen. Sehe ich diese Käferfrau noch? Ja, sie steht vor dir. Wartet darauf, dass ihr allein getreten seid. Hier wird die anderen mal mir hinterher winken. Ein sanfter Windstoß, der euch entgegenkommt. Geruch von Rost. Ich würde dann den zerbrochenen Käfer fallen lassen, mir auf die mit der Hand den Mundwinkel abwischen und Rafim hinterher stapfen. Es riecht ja interessant. Riecht nach Eisen. Ja, das riecht hier nach Gammel. Könnte es einer großen eisernen Tür liegen, die wir passiert haben? Schaut euch diese Konstruktion. Das Grenzland. Dafür liebe ich Magier. Sie können sich einfach immer wieder für irgendetwas begeistern. Aber das kann kein Mensch bauen. Ihr steht auf verdreckten Fliesen, auf kaltem Stahl, teilweise polierter Stein, blutig verschmiert. Und wenn ihr samt eingetreten seid, dann wird sie hinter euch gehen und einmal die Tür wieder verschließen. Den Hebel umlegen und zur Bestätigung könnt ihr von der anderen Seite ein Kratzen hören oder ein Scharren, als ob dort wieder irgendetwas eine Bestätigung wiedergibt. Aber da war nichts. Und auch hier war oder ist nichts außer euch. Wer auch immer dort gekratzt und gescharrt hat, der muss von einer anderen Dimension kommen. Ich starre nur fasziniert auf dieser Zahnradmechanik und versuche zu ergründen, was sie wirkt und wozu sie dient. Von was sie angetrieben wird und ja, wie aus welchem Material diese Sachen bestehen. Ja, seitdem wir durch die Tür getreten sind, beißt Diamantes kräftiger auf seine Zigarre und versucht fast schon den Geruch, der hier vorherrscht, den Qualm der Carino-Zigarre irgendwie zu verdrängen, was natürlich ein hoffnungsloser Versuch ist. Ja, der Rauch, der Qualm ist auch kälter geworden. Unfeuer, was jetzt mittlerweile auf deiner Zigarre brennt und sie wohl etwas schneller zu vernichten droht, als es eigentlich üblich ist. Jeder Zug aus der Zigarre schmeckt fahl und abgestanden, als würde sie schon seit vielen Stunden brennen. Ausgebrannt sein und du noch die Asche oder so etwas inhalieren. Es tut weh, ein Kratzen in einem Hals. Wie lang ist dieser Weg sehr viel? Wegen greifbarer, als ich ihn mir vorgestellt hätte. Nicht abstürzen in Abgrund. Nicht verlieren kalt. Was sollen wir nicht verlieren? Kalt. Meinst du, wir sollen diesem Lufthauch folgen? Folgt mir auf Brücke. Wahl zwischen Portal, Korallenportal und Maschinenstadt. Maschinenstadt, böse. Nun, ich nehme an, dann nehmen wir das Korallenportal. Ja, haben wir die Wahl zwischen den zwei Dimensionen. Entweder die von Kerubdrot, der Säuferin und der Tochter der Tiefe, oder aber die ewige Schmiedestadt. Die Dimension, die nur aus einer gewaltigen Stadt besteht und in der Yol-Gurmak abzweigt, nur eine von den kleinen Türmen ist. So viel Wissen, was man dort erlangen könnte. Du könntest selbst Leonardo überflügeln. Ja, ich starre wahrscheinlich immer noch fasziniert in die Höhe mit dem Kopf im Nacken, bis mich wahrscheinlich Rafim am Arm nimmt und wegzerrt von diesem Gebilde. Natürlich, wir haben für sowas keine Zeit. Ja, außerdem stehst du im Weg.
Wisst ihr, Abelmir, ich hatte auch erwogen, euch ein Zahnrädchen mitzubringen. Aber dann dachte ich daran, dass auch der Schänder der Elemente bei den Aachen seine Finger im Spiel hat und habe davon Abstand genommen. Ach, ihr habt natürlich recht, wie immer. Konzentrieren wir uns auf unsere Aufgabe. Ich würde mal ihr hinterherlaufen und direkt auf den Weg vor mich gucken, um gar nicht abgelenkt zu werden. Ich probiere es zumindest. Ich mit Stefan hätte Zeit, Zeichnungen anzufertigen. Oder das lokale Astra-Geflecht auszupendeln oder irgendetwas. Dort lag nicht, oder? Ja, ihr könnt über die Brücke gehen, zwei Stück, die hier abzweigen, eine links und eine rechts. Auch wenn es dir schwerfällt, nicht über die mit den Zahnrädern zu gehen, die sich ineinander winden in unmöglichen physikalischen Krümmungen. Auf der anderen kannst du sehen, wie wohl Stalaktiten und Stalagmiten aus der Schwärze nach unten und oben weisen, an euch vorbei oder kurz vor euch münden, links und rechts, wie sie aus der Schwärze kommen und in die Schwärze gehen oder eben vor euch halten. Und an den Stalaktiten sind vor Urzeiten wohl fremdartige Fossilien eingewachsen, eingewuchert, irgendwelche Meereskreaturen oder steinerne Korallen, Salzablagerungen. Ein Niemandsland und die letzte Grenze, die ihr dann mit der Brücke überschreitet, bis ihr dann auf der anderen Seite ein gewaltiges Portal erkennen könnt, was sicherlich 20 Meter nach oben führt, 20 Meter zur Seite und ebenso von Korallen, Salzablagerungen und Wurzelzeichen bewuchert ist, wie ein Wald, wie ein versteinerter Meeresboden. Breite Stufen, die nach oben führen. Wenn ihr dann auf es zugeht und ihr euch sehr viel kleiner führt. Nun, Abelmir, jetzt werden wir es herausfinden, ja. Ob die Niederhöllen der tiefen Tochter leer sind. Jetzt werdet ihr sehen. Nun, ist es nicht schön, Kapitän, wenn man seine esoterischen Hypothesen mit handfesten Beweisen untermauern kann? Es war keine Hypothese, werdet es erleben. Nun, ich bin jedenfalls gespannt. Nichtsdestotrotz halte ich es für weise, trotzdem meinen Gallianum aufzuziehen. Ja, das scheint mir auch eine gute Idee zu sein. Ihr könnt atmen unter Wasser. Noch einmal, wie bitte? Ihr könnt atmen unter Wasser. Ist dies eine Frage oder eine Feststellung? Und ich fürchte eine Feststellung, aber ich schätze, wir brauchen das Popowasser gar nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf. Ihr müsst atmen. Jetzt. Ich würde einen tiefen Luftzug nehmen. Sie schaut dich wieder fast ängstlich an. Sicher, dass wir uns auf der Hexe verlassen sollten, also lieber nehme ich diese Alchemiker, die Serpentilio für uns gebraut hat. Nun, schaden kann es nicht. Allerdings muss ich bei aller Ehre darauf bestehen, dass diese aus Canacetianas Bestand kommen, sagt Serpentilio, während er das Pupowasser ausgibt. Dunkel. Drüben dunkel. Ja, nun, damit werden wir zurechtkommen. Kommt, es drängt. Also ich kipp das Popowasser runter. Ich nicht. Wie lange hält das? 3 bis 6 Stunden. Der Diamantas holt noch aus dem Beutel den Zulamin ihm tief heraus und hält sich vor die Nase. Aber nicht dran, weil er mittlerweile nicht dran glaubt, dass es noch so riecht, sondern stellt sich einfach den Geruch vor, wie er damals in Organ war und auch vor Stunden noch auf dem Schiff. Packt das Papier dann wieder weg und lässt sich von Serpentilio ebenfalls die Karaffe reichen. Der guckt ein wenig angewidert und wirft dann seine Flasche schon mal weg. Das macht den Hals immer so trocken. Ja, ich würde mich tatsächlich Serpentilio anschließen. Der Mann wird schon wissen, was er tut. Ja, Zulamin auch. Und Vorsicht ist wohl besser als Nachsicht. Wir können zu Hause Neues bekommen. Würde es dann auch noch für den Rückweg reichen?
Ich dachte, im Rückweg kämpfen wir uns aus der Eiche heraus, wenn sie tot ist. Wenn wir länger brauchen, als das purple Wasser hält, habe ich sowieso Angst um größere Dinge als unseren Rückweg. Ja, jetzt. Na bitte. Gut. Kapitän, seid ihr sicher, dass ihr nichts davon trinken wollt? Ja. Ich pack mal den Skorpion an, ja. Kommt, Geheimnisse warten auf uns. Kommt. Nun, da hat der Kapitän recht. Lassen wir sie nicht auf uns warten. Die Mutter der Käfer tritt an das Portal heran und drückt einige Runen, die Ähnlichkeiten mit ihren Tätowierungen haben. Und dann könnt ihr sehen, wie das Portal vor euch aufflackert, blau wird, und ihr könnt hinter dem Blau erkennen, wie dort ein trostloser Strand liegt und eine gewaltige Stadt, die dort überspült und dunkel liegt, mit einer Architektur, die nicht menschlich ist, sondern fremdartig und chaotisch. Erschaffen von tausenden verschiedener Lebewesen aus zahlreichen längst vergangenen Zeitaltern. Spezies. Käfermutter, wie nennt ihr diese Stadt dort? Stadt von Tiefe Tochter. Ktonor. Unwach. Ktonor. Ist dies also dort, wo sie ihren Sitz hat? Eine. Sie überall. Sieh zu und wartet. Ich mal nach links, mal rechts, Wald um. Ist es wahr, dass man von jedem Ort der Domäne aus die Stadt sehen kann? Oder, nun, eine, schätze ich. Strand groß. Der Strand erinnert mich ein wenig an den Albtraum, den ich hatte, als die Attentäter auf unser Schiff kamen. Da war ein aufgedunsener Kadaver. Träume wichtig. Sulamin sieht sich um, ob sie den Kadaver vielleicht irgendwo am Strand in der Ferne oder so sehen kann. Noch bist du durch das Portal nicht durchgegangen, aber der Strand wirkt so, als würde sogar das Wasser fehlen. Als würde es ausgetrocknet sein. Also du kannst die ehemalige Strandflucht und den ehemaligen Wasserspiegel erkennen. Vielleicht ist gerade so etwas wie eine Ebbe, aber das Wasser scheint wirklich zu fehlen. Und wenn du dich näher an das Portal heranwagst, spürst du auch so etwas wie einen Sog, wie ein Strudel, der nach dir greift. Kannst dich noch so ein bisschen konzentrieren und kämpfst so ein bisschen mit deinem Gleichgewicht. Aber ja, du siehst dort unten auf dem Strand auch einige Kadaver, die dort in der Unsonne vertrocknet liegen, und selbst den Gestank. Du kannst ihn noch nicht riechen. Hier riecht es noch viel mehr nach Rost, aber alleine das Bild erzeugt in deiner Nase ein widerliches Gefühl. Ich spüre die Strömung, aber ich sehe kein Wasser. Ja, also, wer möchte mit mir den ersten Schritt tun? Kommt. Ich schreite dieses Portal, diese Blase, vermute ich mal, so eine Seifenhaut. Ja, bevor er da ankommt, möchte ich ihn gerne nochmal an der Schulter packen, Abelmir. Es ist jetzt nicht die Zeit zu zaubern. Kommt. Geheimnisse erwarten. Lasst ihm doch die Ehre des ersten Schritts gebühren, und wenn der Zauber nötig ist, wird der ihn schon wirken, wenn wir durch sind. Weiß nicht, er kommt mir ein wenig merkwürdig vor. Der Mann ist kurz davor, eine sehr hanebüchene These sehr entweder überzeugend zu beweisen oder sehr zerschmetternd widerlegt zu bekommen. So oder so, ich kann seinen Geisteszustand gut nachvollziehen. Naja, ihr seid die Magier, ihr werdet es wissen, und mit diesen Worten würde ich seine Schulter loslassen. Nicht zögern, direkt hinterher. Ja. Stupse ich Raphim so ein bisschen, also so ganz leicht nach vorne im Sinne von, geh, ich habe hier keinen Platz. Während ihr seht, wie Abelmir durch diese Seifenblase hindurchgeht, er schlägt auf der anderen Seite auf dem Strand auf. Ihr könnt sehen, wie er sich an den Hals greift, wie binnen Sekunden die Augen von ihm groß werden und rote Äderchen in seinem Auge platzen. Er greift sich an den Hals, er versucht zu atmen, er
Da ist kein Wasser, aber er zieht die Luft ein und er erstickt. Geht auf die Knie, windet sich. Er ist ein Idiot und mit diesen Worten würde ich durchs Portal springen. Oje, sagt der Ventilio, als er noch nach der Wasser, also Wasserflasche friemelnd hinten durchstolpert. Ja, Serpentilio, du weißt, du hast alle Zeit der Welt, er wird hier nicht sterben. Das ist ewiges Ertrinken. Er ist trotzdem nicht bequem. Und wenn ihr dann auf der anderen Seite bei ihm aufschlagt, ihr blickt euch um, keine Luft, die ihr atmet. Es ist auch kein Wasser da, aber ihr fühlt es, wenn ihr einmal die Luft einzieht, als ob irgendetwas eure Lungen durchströmen würde. Und dann kniet ihr euch neben Abelmir ab und schaut in seine mittlerweile brandroten Augen. Rafim, haltet ihn die Wangen fest, wir müssen jetzt nicht mal eintrichtern. Abelmir, 3W6 Schadenspunkte. Okay. Können wir uns hören? Jeder trinkt nicht zuerst auf Ausdauer, oder ist das irgendein anderer Effekt? Das ist Ausdauer, ja, es ist Ausdauer. Ah, okay. Also 9 Ausdauerschaden und 5 echte. Kann ich? Ja. Sie hat es so eingetrichtert, dass wir atmen sollen, oder? Und du hörst auf die Frau? Natürlich. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, sie hat gesagt, ihr könnt da nicht atmen. Also sie sagte, ihr müsst atmen oder sowas. Und du hast es darauf bezogen, dass die Käfer dir schon helfen werden. Leider haben die Käfer bei dir nicht funktioniert. Das ist das eine. Ah. Und, ja warte, aber die anderen haben auch im Gegensatz zu dir alle Popowasser getrunken. Ja, richtig. Wo ist denn die Frau? Ich schaue mich mal nach der um. Sie steht auf der anderen Seite des Portals. Ist das eine Probe, ihm das einzuflößen? Oder ja, auch eine Fingerfertigkeitsprobe, weil er da zappelt und sich windet und sich an den Hals greift und er versucht halt zu atmen. Er will jetzt auch nicht trinken, sondern er will einfach nur Luft. Ja, ich möchte ihn festhalten. Das schafft ihm es schlucken, Kapitän. Ja, ich weiß, der ist unwasserbei. Ja. Und ich hoffe einfach mal, dass Schwerkraft hier unten existiert und das Zeug schon aus der Flasche in seinen Mund fließt. Denn, Schwerkraft existiert, ja. Gut für ihn. Alles runterschlucken. Verdammte Exe. Das war nicht der Zeitpunkt für irgendwelche Experimente, Kapitän. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber, na gut. Keine Sorge, die Rauheit im Hals wird euch gleich schon vergehen. Ich wende mich um. Kann man durch das Portal zurückblicken? Ja, du kannst durch das Portal hindurchblicken. Du siehst, wie sich diese Seifenblasenoberfläche spiralförmig verzieht, irgendwelche Muster bildet. Du siehst, wie auf der anderen Seite die Käfermutter steht. Und ja, ihr könnt euch anblicken. Boltax ist auch eben gerade durch das Portal mit durchgegangen, hat wohl auch keine Probleme mit der Atmung. Ihr seht, wie über der Stadt, die dort irgendwo am Strand liegt, einige Klippen herausragen, Balustraden, Terrassen. Alles ist irgendwie gewunden, chaotisch verzerrt. Ihr könnt sehen, wie Wasserfälle in die falsche Richtung nach oben fließen und strömen, wie sich dort oben so etwas wie ein seichter Nebel sammelt. Fahler, phosphoreszierender, vor allem blauer Schein, der irgendwie reflektiert wird. Überall sind schmale Brücken zu erkennen. Obsidian, was hier wohl auch am Abgrund der Architektur entspringt, als auch die Stadt gewachsen wäre, nicht wirklich gebaut. Lebewesen seht ihr hier gerade keine, aber der Strand ist bedeckt mit vor allem Algen. Ihr könnt dann auch die von Sulamin bereits angedeuteten Meerestiere erkennen, von jeglicher Couleur, die dort am Strand liegen, verwest von einer schwarzen Sonne und mehrere Schiffe, die dort liegen, von unterschiedlicher Größe. Ihr könnt sehen, wie zwei große krabbelnde Dinge in unendlicher Langsamkeit sich auf zwei andere Dinger zu bewegen. Eines ist geschützt durch eine große Blase und ein weiteres, sehr viel kleineres Ding, ein gestrandetes Schiff, sieht vielmehr aus wie ein großer Käfer. Allerdings nicht so wie die Archenkäfer, die ihr eben gegessen habt, sondern vielmehr wie ein Mistkäfer. Wie die verdammte Wurzelkaiserin, die euch Aviander genommen hat.